Vielen Dank. Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Wort an Herrn Kuhn richten als Oberbürgermeister. Herr Kuhn, die Grüne Partei ist aus der Spur geraten. So wird Ihr Parteifreund Winfried Kretschmann heute im Spiegel zitiert. Und er verspricht sich und den Unternehmen viel von, wie er sagt, ökologischer Modernisierung. An Stuttgart 21 kann er dabei nicht gedacht haben. Denn schon vor Jahren wusste Kretschmann, Stuttgart 21 ist das Gegenteil von ökologischer Modernisierung, denn Stuttgart 21 würde, wie er sagte, Zitat, in dramatischer Weise die Verkehrspolitik, die Finanzen und die Politik insgesamt in eine ganz falsche Richtung lenken. Er ist inzwischen abgedriftet in eine Darstellung der Volksabstimmung, die zwischen Wahlen von Vertretern und der Abstimmung über Projekte keinen Unterschied macht und in der so kein Platz mehr für die Wahrheit bleibt. Leistungslüge und Kostenlüge werden belohnt durch seine Darstellung, da es auf Wahrheit eben nicht ankommt. Seine Politik des Zuhörens hat ihren Abschluss darin gefunden, dass er zu Stuttgart 21 meint, der Käse sei gegessen. Aber wir wollen doch unterscheiden zwischen dem Käse, der gegessen ist, und dem Käse, den man sich in die Ohren schmiert, damit man nicht mehr hören muss, was man früher gesagt hat und was einem die Vernunft gebietet. Die Koalitionäre aus der SPD, dieser Partei, die Beton mit Infrastruktur gleichsetzt und sich deshalb wohlklingend als Infrastrukturpartei bezeichnet, würden natürlich der grünen Regierung zudem wie ein Klotz am Bein hängen. Wenn sie denn überhaupt vorhält, in Richtung Vernunft ein Bein vors andere zu setzen. Deshalb hat Kretschmann Sie, Herr Kuhn, zu Beginn Ihrer Amtszeit öffentlich beneidet, dass Sie keine Rücksicht auf solche Koalitionen nehmen müssen und nur dem Wohl der Stadt verpflichtet seien. Und Sie haben am Anfang Ihrer Amtszeit tatsächlich kritisch nachgefragt und Schwachstellen angesprochen. Dies ist allerdings inzwischen lange her. Und seit einiger Zeit haben wir nichts mehr von Ihnen gehört, was in Bezug auf Stuttgart 21 diesen positiven Eindruck einlösen könnte. Zuletzt haben Sie gerade Sprungrevision beim zweiten Bürgerbegehren widersprochen und dieses so auf einen unnötig langen Rechtsweg geschickt, während die DBAG weiter Fakten schaffen will. Wir haben jetzt Oktober. Die Bahn hat ihre Kostenerhöhungen vom Ende letzten Jahres von 4,1 über 4,5 auf 6,8 Milliarden Euro für das Projekt immer noch nicht dargestellt. Die Planungen für den Filderbahnhof bleiben chaotisch. Die geforderte Grundwasserentnahme ist ebenso wenig genehmigt wie das x-te Brandschutzkonzept. Herr Kuhn, warum hören wir da nichts von Ihnen? Es ist Ihre Aufgabe, sich in dieser Situation zu Wort zu melden und für Ihre Stadt einzutreten. Und ich will, da das Matthias von Hermann letzte Woche länger ausgeführt hat, mich auf drei Forderungen beschränken. Erheben Sie Feststellungsklage gegen die Bahn aufgrund der Sprechklausel des Finanzierungsvertrages und lassen Sie klären, ob diese Klausel irgendjemanden zu irgendetwas verpflichtet. Es gilt, jetzt zu klagen, statt später zu jammern. In ein paar Jahren würde ansonsten die Bahn ihre bereits beschlossene Klage gar nicht mehr einreichen müssen, weil sie die Stadt und das Land mit einer offenen Baugrube oder einem begonnenen Tunnel auf weitere Zahlungen erpressen könnte. Berufen Sie zusammen mit dem Land den Lenkungskreis ein. Beharren Sie endlich auf einer transparenten, nachvollziehbaren Darstellung der Zahlen. Beharren Sie auf einer Übergabe und Darstellung der alten und doch so aktuellen Risikoliste von Hanni Aser. Bestehen Sie darauf, dass es für ein Projekt ohne gesicherte Finanzierung, ohne Brandschutz und ohne Nachweis einer erhöhten Leistungsförderung des Schrägbahnhofs keine Fortsetzung der Zerstörungsarbeiten der DBAG geben kann. Und zuletzt, deswegen sind wir alle hier, lassen Sie nicht zu, dass hier im Rosensteinpark auf der Grundlage eines milliardenschweren, nicht finanzierten Schienenrückbauprojekts eine Verwüstung angerichtet wird, die der im mittleren Schlossgarten gleicht. Vielen Dank, Jürgen Huger. Jetzt werden gleich nochmal Critical Class spielen. Für die Hinzugekommenen kurz Ansage. Mein Name ist Eberhard Böck von der Cannstatter Initiative gegen Stuttgart 21. Jetzt noch einmal, bevor wieder geredet wird, hoffentlich nicht zu lange,
die schöne Musik von Critical Class. Die einzelnen Damen und Herren werde ich dann noch vorstellen.